Schnipsel. Calypso Media. Dream Painters. Präsentieren Anna. In der Extended Edition. Und es wird geladen. So, ich war eigentlich der Meinung, ich hätte die Musik Lautstärke kleiner gemacht. Gut. Will ich gar nicht wissen, wie laut das im Normalfall ist. Ja. Anna Extended Edition. Eine Art Horrorspiel. Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet. Und es geht los. Mit der Vorgeschichte. Ich höre Wasser plätschern. Ich entsinne mich noch immer der Verzückung. Während unserer gemeinsamen Schritten zusammen mit dem Gesang des Hundes verronnen der Bergweise. Ich hoffte, ich hätte dich für immer und ewig vergessen. Anna, meine große Liebe. Joan, das ist das Haus, das ständig in meinen Albträumen erscheint. Und schon sehe ich, kein Zweifel, ich könnte seine Risse aufzählen. Wie bin ich hier überhaupt gelandet? Ich fühle mich, als ob ich hier Traumes gehe. Aber ich bin mittlerweile außerhalb der Truhe. Ich muss herausfinden, warum ich ständig von ihr träume. Ich sehne mich nach Antwort. Und ich sehne mich danach, dass meine Maus nicht so schnell dreht. Das geht auch nicht viel besser. Ach, das kann ich nicht tragen. Gut. Also hier, Ketchup und Flüssiges und Ding. Das ist das Kristallklar. Man möchte es fast trinken. Das ist das Kristallklar, man möchte es fast trinken. Ja? Okay, ich bin hier hoffen, das ist gut. Komm nicht ins Wasser. Ich komme nicht ins Wasser. Und die ist auch nicht mehr so wirklich heil. Ich kann damit nichts machen. Ich habe ja so leicht die Tendenz, das zu reparieren, aber... Gut, hier komme ich nicht durch. Der Baum sieht auch nicht mehr so ganz... Du hast doch Wasser. Aber... Das ist ja anscheinend ein Traum. Ahornblätter. Die kann ich aufnehmen. Ich nehme jetzt. Es gibt keinen Ahornbaum in der Nähe. Jetzt, wie du sagst. Und doch habe ich neben dem Hügel Ahornblätter gefunden. Wie kann das sein? Hä? Ja, ich bin hier Ahornblätter gefunden. Wie kann das sein? Oh, okay. Steinhaufen. Da ist eine Blume auf dem Steinhaufen. Jemand muss die Steine absichtlich so gestapelt haben. Dann nehme ich die noch weg. Achso, ich nehme die wirklich sehr weg. Schmutziger Gegenstand. Steinhaufen. Das ist eine Blume auf dem Steinhaufen. Jemand hat die Steine absichtlich so gestapelt. Ich kann sonst nichts mehr bewegen. Ich kann den nebenan vierten Stein noch rumschleppen. Ich gehe mal wieder drauf. Wenn hier schon jemand absichtlich so gestartet hat, dann will ich das nicht zerstören. Ist hier ein Tor? Ja, aber es geht nicht auf. Okay. Was haben wir denn hier noch so? Bevor ich ins Haus gehe. Hier ist noch ein ganz flacher Stein, der liegt da aber schon länger rum, würde ich sagen. Und hier ist noch ein kleiner Stein. Alles mitnehmen, wie immer. Hier ist noch eine Tür.
Und hier ist Efeu. So heißt es. Knochenstein. Zack. Ich habe bereits einen. Okay, dann hast du bereits einen. Schauen wir mal, was hier ist. Hier ist auch eine Tür. Verschlossen. Vielleicht kann man sie von innen öffnen. Das nehme ich an, weil hier ist kein Griff. Verschlossen, vielleicht kann man sie von innen. Ich drücke mal mit der rechten und mit der linken Haustaste, weil man weiß ja nie. Es ist die Haupttür zum Sägewerk. Sie ist verschlossen. Es rührt sich nicht. Versperrt das Fenster. Das Fenster ist fest versperrt. Hier kommt man nicht durch. Zweimal so. Versperrtes Fenster. Da kommt man auch nicht durch. Und an diesem Wasserrad kann ich auch nichts machen. Okay, dann geht's halt hinten rein. Oh, hier sind noch mal ein paar Steinhaufen. Einzelne Steine auf dem Boden. Die keiner absichtlich so hingelegt hat. Gut, also schöne Berge, schöne Bäume, schöne Tür. Auf geht's. Verschlossen. Vielleicht kann man sich wieder hinlegen. Okay, ich habe jetzt irgendwie gehofft, ich könnte da rein. Was ist das da oben eigentlich? Raumförmige Aushöhlung. Eine perfekte Schnitzerei. Ein einfaches Werk, aber trotzdem sehr künstlerisch gemacht. Da ist etwas im Inneren. Das ist gut. Naja, ist etwas im Inneren. Okay, ich habe ein Inventar. Das habe ich schon gelesen. Mit einem... Ich hätte mal früher ins Inventar gucken sollen. Das bin ich. Okay. Meine Heimat. Feuerzeug. Es ist fast leer. Klappbares Jagdmesser. Praktisch und mit scharfer Klinge. Kann ich das vielleicht damit kombinieren? Nö. Eine leere Feldflasche. Ah, eine einfache Feldflasche, sie ist leer. Inventar. Feldflasche. Ah, sie ist voll mit Wasser. Gut, Handy. Ah, gut, jetzt gut. Wie zum will ich hierher gehen? Zu lautes Geplätscher. Was zum, wie bin ich hierher gelangt? Das ist das Sägewerk, das ich im Traum sehe, aber ich verstehe das nicht. In meinem Traum stehe ich immer innerhalb des Zauns, doch diesmal nicht. Ich will herausfinden, was hier verborgen ist. Ich spüre, dass in diesem Haus immer noch verborgen ist. Vielleicht finde ich auch sie. Oh ja. Oha. Soll das Zeichen sein? Ich kann nicht schlafen, ich dafür, ich wünsche mir, dass ich schreibe, nur um die Qualen zu überstehen. Schmerzmittel helfen bisher nicht. Kurzen Augenblick der Linderung folgen immer wieder scharfe, stechende Schmerzen. Ich drehe mich um und wende meinen Kopf, um eine Stellung zu finden, die weniger wehtut, aber es ist sinnlos. Wenn ich meine Augen schließe, ist mir, als würde ich Blätter im Wind rauschen hören, als würde sie eine Symbiose kombinieren. So, meine geschundenen Knochen. Mir ist das, kann ich wieder in der Szene sehen. Den Himmel und die Berge. Seltsamerweise ist meine Sicht verschwommen. Doch obwohl ich den Ort nicht wiedererkenne, habe ich das Gefühl, schon einmal dort gewesen zu sein. Ich habe wohl Halluzinationen von der Migräne. Ich hasse die Berge. Ach, ich bringe mich da keine 10 Pferde hin. Die wenigen Male, die ich in den Bergen war, bin ich nie länger als einen Tag geblieben, bin nie in den Wald oder wandern gegangen. Ich muss auf einem Kissen liegen. Ich fürchte mich schrecklich schwach von den Schmerzen. Oh, die Vorlesung heute hat sie schockiert, als ich ihnen erzählte, dass die alte... Oh, der Kopf war. Egal. Das Inventar, was haben wir denn da noch? Handy. Es hat kein Netz. Besser so, ich will mit jemandem reden. Du bist in einem Traum, wenn ich mich hier ändere. Es ist vertrocknet. Es ist vertrocknet, aber es ist noch von schöner roter Farbe. Okay, ich wollte jetzt eigentlich was machen. Ein schmutziger Gegenstand. Von Schmutz überzogen. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte.
nicht das Wasser mit dem da kombinieren? Nö. Kann ich den schmutzigen Gegenstand finden eigentlich? Und doch gar nicht. Da ist nur Wasser gerade. Das ist ein Stück von einem Zahnrad. Wie kann das unter diese Steine gelangt sein? Ich glaube, ich hätte was gesehen. Okay. Ein Stück von einem Zahnrad. Das stimmt sogar. Stein. Das wollte ich jetzt schon die ganze Zeit machen. Noch ein Zahnradstück. Ich komme nicht ran. Habe ich was zum Rankommen? Nö. Was ist das? Ahornblätter. Es gibt einen Ahornbaum in der Nähe. Und doch habe ich Ahornblätter gefunden. Wie kann das sein? Ja, nur noch ein Stein. Das brauche ich nicht mehr. Echt jetzt? Was bist du eigentlich? Kleine Tür. Kleine Schnur. Sie verschnürt die Tür. Ich denke, es wird nicht schwer sein, sie durchzuschneiden. Nö, glaube ich auch nicht. Ja, ist gut. Zack, Jagdmesser. Auf. Auf. So, ich habe das Seil zerschnitten. Ich nehme es mit. Gute Idee. Ist sie gewandt? Mit bloßen Händen kann ich da nichts ausrichten. Warum ist überhaupt so eine Tür vor einer rissigen Wand? Was bist du eigentlich? Komisch. Damit kann ich nichts machen. Mit den Dokumenten. Okay, danke. Okay, mit I komme ich. Brauche ich jetzt doch den Stein? Ich brauche nicht mehr. Okay. Mit bloßen Händen kann ich da nichts ausrichten. Kannst du vielleicht mit dem Feuerzeug was ausrichten? Mit dem Jagdmesser kannst du nichts ausrichten. Habe ich schon gesehen. Mit der vollen Flasche. Kleine Schnur, auch nicht. Okay, mit was könnte ich denn da was ausrichten? Die ist immer noch verschlossen, dann kann ich sie von innen öffnen. Kann ich da hoch? Ich kann nicht springen. Hab ich vergessen. Da kommt man nicht durch. Kommt man auch nicht mit. Sagt das heute nicht? Nicht. Wir sind noch Stein machen. Ich hab doch hier noch diesen Stein. Schön, dass ich mich mit dem in der Hand nicht bewegen kann. Hilft das was? Hm. Okay, hilft nicht. Was haben wir denn hier noch so, was ich machen könnte? Da ein paar Steine sind aber außerhalb. Hier habe ich noch einen Holzstock. Habe ich auch ganz übersehen vorhin. Kann ich mit dem jetzt anstellen? Damit kann ich was anstellen, ja? Ich habe es.
kunstvoll gestaltet, ja, das war's. Was bist du eigentlich? Kleiner Felsbau. Scheint kaputt zu sein. Lässt sich aber vielleicht reparieren. Ach, wie denn? Mit einem Seil vielleicht? Ja. Mit einem Stock. Ja. Offensichtlich. Mit dem Jagdmesser. Mit einer vollen Feldflasche? Nö. Okay, wie könnte ich den jetzt reparieren? Zahnrad. Apropos Zahnrad. Habe ich das jetzt gefunden oder nicht? Die passen perfekt zusammen. Aber ich muss sie irgendwie verbinden. Verbinden kann ich. Das Zahnrad ist repariert. Holy. Aber was mache ich jetzt mit dem Zahnrad? Lass sie vielleicht reparieren. Ich nehme das Zahnrad und klebe das einfach mal da drauf. Nein. Okay, versuche ich doch mal was anderes. Ja, ich kann da nichts ausrichten. Ja, Vollstock. Trockener Zweig. Ein sehr trockener Zweig, er sieht sehr robust aus. Dunkler Winkel. Ich sehe nichts. Muss irgendwie Licht machen. Nehmen wir das Feuerzeug? Was nun? Ich nehme das Zahnrad und jetzt ist da ein. Mechanismus. Jetzt sollte es funktionieren. Aufzumachen und Knopfdruck. Und ich bin drin. Das kann man nochmal machen. Alle Kerzen. Und die Lampen wurden angezündet. Und ich habe anscheinend eine Taschenlampe in der Hand. Was haben wir hier? Altes Taschentuch. Es ist in einem sehr schlechten Zustand. Ich fürchte, es könnte in meinen Händen zerfallen. Da steht was drauf. Hier liegen Blechdosen rum. Hier ist viel Blut. Oder Rost. Eine Vase. Es ist eine Vase mit ein paar Blumen drin. Merkwürdigerweise sind sie nicht in der Dunkelheit verwelkt. Mich irritiert es vielmehr, dass hier noch eine Kerze brennt. Oder einmal wieder Kerze brennt. Was haben wir hier denn noch? Holz, was ich nicht anfassen kann. Das verriegelte Fenster von innen. Ein zerbrochener Tisch. Der Tisch ist in einem sehr schlechten Zustand. Ist aber auch, zum Glück muss ich nicht zum Essen bleiben. Den Topf kann ich da auch nicht berühren. Und hier heult jemand. Scharfes Teil. Sieht hier aus wie die Klinge eines Messers. Sie steckt fest im Tisch. Wenn ich sie mit mich nehmen will, muss ich etwas dagegen schlagen. Ich weiß, es hat kein Netz. Kann ich damit gegenschlagen? Nein. Gut, dann muss ich noch was finden. Ja. Inventar aus, danke. Okay, merken, Klinge, zerbrochener Tisch. Was gegenhauen. Zerbrochene Tür. Wasserpfütze. Eine Pfütze mit stehendem Wasser. Wahrscheinlich hat sie sich nach einem Wolkenbruch gebildet. Das wäre durchaus möglich, ja. Tell me, what do you fear? Rad? Kette. Eine Kette mit einem Mechanismus verbunden ist.
ordentliche Wurzeln. Einige Wurzeln. Sie wirken weich und leicht zu schneiden. Ja.